Und da sind wir wieder bei einem weiteren Mod-Review, und zwar von dem Mod Ultimate Fist. Ja, da habt ihr halt diesen kleinen, niedlichen Handschuh. Mit dem könnt ihr aber alles auf einen Schlag kaputt machen. Aber auch wirklich alles. Außer Obsidian. Da kriegt man dann halt, das dauert ein bisschen, aber nur ganz kurz, vielleicht so ein paar Sekunden. Und ich glaube, man kann auch alle mit einem Schlag killen. Ja, wie ihr seht, kriegt ihr dann halt Sachen. Und der ist halt ziemlich cool, den Mod, aber halt teures Crafting-Rezept ist ja wohl klar. Ihr könnt ja schon denken mit was. Und zwar mit Diamant. Also, der hält auch super lang. Und zwar, ja, ist aus, craftet man den wie folgt. Hier drin könnt ihr sehen, es geht in beide Richtungen, auch in die. Und das zeige ich euch jetzt. Dazu braucht ihr natürlich eine Werkbank. Hier. So. Da habt ihr ihn. Oder so. Das ist jetzt egal. Ja, das war's auch schon zu dem Mod Review. Ich kann euch noch zeigen, wie das bei Obsidian wirkt. Grundgestein geht nicht. Also, angenommen, oh scheiße, hier Lava, Wasser und jetzt bin ich in Obsidian gefangen. So, ja, ich bin gefangen, kann außen rumgehen, aber egal. Dann schnappt ihr euch hier diesen Ding. Und ja, da habe ich schon ein bisschen zu viel. Das geht halt ziemlich schnell. Ja, und das war's, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zu der Installation. Ihr braucht dazu nur den Modloader, hier die neueste Version 1.4.2. Ultimate Fist ist leider nur für 1.2.5. Ja, für 1.2.5. Da downloadet ihr euch das hier halt. Da klickt ihr dann hier drauf. Dann führt euch das dann weiter. Da ist dann so ein grünes Ding, da steht drauf Download. Da drückt ihr dann drauf. So, hier braucht ihr den Modloader. Wenn den Mod gibt es nicht für 1.2.4, deswegen klickt ihr hier auf Old Versions. Das kann ich ja mal zeigen. Und dann findet ihr hier halt die ganzen, dann drückt ihr da drauf. Dann kommt ihr halt zu dem Ding und downloadet euch die jeweilige Version. Hier steht es dann immer davor. Das A steht für Alpha, das B für Beta. Und das ist halt das ganz normale, wie wir es jetzt haben. Ich habe das für 2.5, das neueste. Und ja, da kann man es nochmal sehen. Der ist aber riesig. Je höher die Qualität des Texture Packs ist, desto höher ist die Qualität des Ultimate Fists. Und ja, die Installation. Ich habe mir da extra hierfür so ein Ordner-Dingens gemacht. Mods 1.2.5. Ultimate Fist. Da habt ihr hier dann halt die Sachen, wenn ihr das mit WinRAR öffnet, da macht ihr dann halt Rechtsklick, öffnen mit WinRAR, das ist halt dieses Bücherdingens da. Dann drückt ihr Windows-Taste und R, dann kommt hier unten dieses kleine Fenster, da gibt ihr ein Prozent, AppData, Prozent, drückt auf OK und führt es euch zu dem Roaming-Ordner. Dann geht ihr auf die .minecraft, bin, Minecraft, rechts, also Minecraft.jar, öffnen mit WinRAR-Archive, Archive. Dann nimmt ihr diesen ganzen Sachen halt und zieht es hier rein. Dann klickt ihr auf OK. Ja, das ist jetzt, weil ich Minecraft offen habe, das ist aber egal. Und dasselbe macht ihr mit dem Modloader. Kann ich ja auch nochmal zeigen. Oh, habe ich ja hier. Nee, doch nicht. Minecraft, Mods 1.2.5, Loader, Modloader. Steuerung A, wenn es schnell gehen soll. Also Strick A. Manche nennen es auch String. Auch wieder hier reinziehen und auf OK. Ja, das ist bei euch nicht so. Und ja, dann macht es hier einmal so Klick und dann ist das fertig. Dann öffnet ihr Minecraft. Und dann guckt ihr bei euch Too Many Items drin, ob er funktioniert. Ja, so viel zu dem Mod Review und bis zum nächsten Mal. Tschüss.